Ergebnisse des Maschinenbaus und Verfahrenstechnik finden Sie fast überall in Ihrem Alltag wieder. Zum Beispiel morgens, wenn Sie aufstehen und die Kaffeemaschine benutzen. Unsere Studierenden sollten zunächst ein großes Interesse an Technik mitbringen, ein Interesse daran, etwas selber zu machen und auch selber zu entwickeln. Und ab dem ersten Semester hat man in verschiedenen Fächern Laborübungen. Auch so hat man immer die Möglichkeit, mit eigenen Geräten zu Hause ins Labor zu kommen und die dort auseinanderzunehmen unter Aufsicht von Professoren. Ganz interessant hier an den Laboren ist natürlich, dass man das Ganze begreifen kann. Einerseits und dass man das auch zum Anfassen hat einfach. Das heißt, man kriegt Sachen erklärt hier direkt vor Ort und man kann die Sachen auch in die Hand nehmen. Man kann zum Beispiel auch mal den Motor auseinanderbauen, also einfach mal ein paar Schrauben lösen. Je nach Neigung können Sie dann eine Vertiefungsrichtung wählen, indem Sie sich dann etwas mehr einarbeiten. Und Sie haben nach dem Bachelorabschluss die Möglichkeit, bei uns auch ein Masterstudium noch anzuschließen. Wir greifen im Studiengang Maschinenbauprozesstechnik im Bereich Prozesstechnik ein. Und zwar sind wir hier in dem Labor spezialisiert auf die Mikrobiologie, auf mikrobiologische Prozesse und sorgen dafür, dass die Mikroorganismen perfekte Bedingungen zum Leben und Wachsen haben. Wir legen Wert darauf, dass unser Studiengang sehr breit angelegt ist, damit die Studierenden auch später immer sich wieder in neue Bereiche einarbeiten können. Das Studium des Maschinenbaus ermöglicht den Studierenden in der Industrie in einer breit gefächerten Form Fuß zu fassen und dort auch einen Job zu finden. Sie haben die Möglichkeit, zum Beispiel ein Auslandssemester zu machen. Wir haben verschiedene Partner, EU-weit, aber auch außerhalb der Europäischen Union, zum Beispiel die USA. Wenn es keine Möglichkeit gibt, ein ganzes Semester ins Ausland zu gehen, gibt es die Chance, ein oder zweiwöchiges Project Week oder Summer School mitzumachen. Ich würde das Studium auf jeden Fall weiterempfehlen. Man sollte sich nur bewusst sein, dass es vor allem in den ersten drei Semestern anstrengend ist und zeitintensiv, aber wenn man was dafür tut, kriegt man es auf jeden Fall hin. Es ist sehr leicht für Studierende, einmal einen Dozenten nachzufragen oder auch nach der Vorlesung kurz anzusprechen. Also, dass dort der Dozierende kommt und als kleiner Gott auftaucht, das gibt es bei uns nicht. Familiär, man kennt die Profs, man kann mit den Dozenten eigentlich über alles reden. Wenn man hier nicht nur irgendeine Nummer ist, habe ich mich hierfür entschieden. Die Absolventen der HTW Saar, die sind sehr zuverlässige Mitarbeiter. Der Kenntnisstand ist, dass die jungen Ingenieure die neuesten Hilfsmittel mitbringen. Ich kann das Studium an der HTW Saar sehr empfehlen, da man dort sehr breit ausgebildet wird. Das ermöglicht einem später sehr gut interdisziplinär in Firmen mitzuarbeiten. Kurzum, ein Studium von Maschinenbau, Prozesstechnik an der HTW bietet eine gesunde Basis für eine langjährige Berufskarriere.